Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ja, ich mag diesen Ausblick einfach. Wir haben uns schon eine ziemlich schöne Gegend rausgesucht. Für unsere Basis, aber ich bin trotzdem auf ein, ja, mehr oder weniger großes Problem gestoßen. Und zwar, ihr seht schon, ich habe hier eine ganze Menge Steinplatten noch weiter gebaut. Und zwar hatten wir ja das Problem, dass ich hier nicht tiefer graben konnte und ich hatte stark die Hoffnung, dass es daran liegt, dass daneben halt so eine Steilwand ist. Deswegen habe ich hier alles abgetragen, so ein bisschen schräg gemacht, dass es nicht ganz so der riesen Höhenunterschied ist, aber es wird leider trotzdem nichts. Und ich verstehe es nicht, dieser Hügel hier, der sogar um einiges größer ist als oder höher ist als unser normaler Boden, geht nicht abzubauen. Egal was ich mache und tue, ich kriege den einfach nicht weg. Ich finde auch im Internet absolut nichts dazu, ob es eine maximale Tiefe gibt, die man graben kann oder was auch immer. Aber irgendwie sprengt das ganz schön unseren Plan. Weil hier haben wir den Graben schon. Hier ist das, glaube ich, die maximale Tiefe. Ja, so ein kleines Stückchen geht es, glaube ich, noch runter. Aber dann ist halt auch Schluss. Ja, und hier vorne dann wieder. Das heißt, das kleine Stück hier, ja, kriegen wir leider nicht bearbeitet. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Die einzige Hoffnung, ihr seht's, es geht einfach nicht mehr tiefer. Die einzige Hoffnung, die ich noch so ein bisschen habe, dass das vielleicht mit der Eisenspitzhacke dann was wird. Dass die Bronzespitzhacke vielleicht nur eine gewisse Tiefe graben kann und dann der Boden, die Erde zu hart wird für die, keine Ahnung. Sag mal, die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass es so ist, aber an irgendeinem kleinen Hoffnungsschimmer muss ich mich ja noch dran klammern. Sonst ist das irgendwie alles hier ganz schön für den Arsch gewesen. Ja, ärgert mich ein bisschen. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Ich habe, wie gesagt, hier schon abgetragen, aber hier dieser Hügel, da ist einfach so gar nichts mehr zu machen. Ich weiß nicht, hier guckt halt auch so ein bisschen Stein mit raus. Das hat man nicht überall. Vielleicht sind ja doch irgendwelche Bodenschätze noch drin, die wir nicht rauskriegen. Ich hatte es ja, glaube ich, letzte Folge schon erwähnt. Oder hatte ich das? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hatten wir ja den Tipp, dass wir erstmal Knochenwanz besiegen sollen, weil wir ansonsten die Bodenschätze nicht finden können im Gebirge. Und zwar bekommen wir nämlich vom guten Knochenwanz eine Wünschelrute, mit der wir das dann finden können. Und eventuell sind ja hier auch schon Bodenschätze, weil da vorne gleich das Gebirge losgeht oder so. Ey, ich habe keine Ahnung. Ich hoffe einfach nur, dass wir das irgendwie noch gelöst bekommen. Falls nicht, werde ich versuchen, den Graben hier ein bisschen enger zu ziehen. Eventuell kommen wir ja hier durch. Ich glaube, hier ist auch nichts mehr zu machen. Nee, auch hier kommen wir nicht durch. Oder ich ziehe ein bisschen größer. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Ist echt schade. Ich hätte ihn gerne fertig bekommen. War nämlich auch mit den Steinplatten hier schon wieder ewig viel Arbeit. Aber ja, wir werden sehen. So, wir bleiben bei dem Plan. Wir machen uns wieder in den Sumpf, holen noch ein bisschen Eisen ran. Ich habe hier ansonsten noch, ja, Honig abgesammelt, Karotten gepflanzt und geerntet und alles mögliche. Also wir haben wieder ein bisschen was an Fleisch, aber ich habe auch eine ganze Menge verbraucht. Und sonst, was halt alles so anfällt, ne? Kleine Tierchen erledigt, bisschen Leder und Fell gesammelt. Und so weiter. So, wir hatten das beides und was hatten wir denn sonst noch? Ich würde jetzt einfach mal das Fleisch mitnehmen. Dann packen wir noch schnell weg. Alles andere sieht gut aus. Haut so weit hin. Jetzt lasst mal schauen. Ich hatte alles zu Ende geschmolzen. 18 Eisen haben wir. Kosten tut uns der ganze Spaß, um das Ding auf die 4 zu kriegen. 30, also noch 12. Die Eisenspitzhacke hätte ich halt sehr gerne noch gehabt. Wo hat sie sich versteckt? Eisenspitzhacke? Bin ich blind? Eisen, Eisenpfeil, Bronzehelm. Ach hier, Eisenspitzhacke. Die kostet nochmal 20. Also 20 plus 12. 32 Eisen brauchen wir noch. Giftwiderstand mäht unbedingt noch mit rein. Hätte ich fast wieder vergessen. Tränke. Giftwiderstand. So. Ich habe gesehen, es gibt im Baumenü mittlerweile auch eine Feuerstelle. Ich denke, dass die neu ist, sonst wäre die mir aufgefallen. Wäre vielleicht auch noch eine Überlegung. Ich meine, hier haben wir es jetzt eigentlich gerade relativ schön. Ich weiß halt nicht, ob man da dann noch einen Kessel drüber stellen kann. Und das so reinbauen könnte.
Aber es geht, glaube ich, weil es ist nicht rot. Würde irgendwie auch cool aussehen, aber vielleicht fürs nächste Haus. So, genug gequatscht. Wir wollen ja definitiv weiterkommen. Also der Plan, wie schon in den letzten Folgen erwähnt, wir sammeln uns jetzt noch genügend Eisen, damit wir den Streitkolben auf die 4 kriegen, damit wir uns eventuell auch die Eisenspitzhacke schon holen können. Es wäre mir halt ganz lieb, einfach um festzustellen, ob ich diesen Hügel da noch abgearbeitet kriege. Falls jemand da von euch irgendwas weiß, ich habe es versucht zu googeln, aber wie immer sind die Informationen, die man zum Spiel findet, meistens sehr spärlich. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, falls ihr da schon Erfahrungen gemacht habt oder wisst, wie man da am besten vorangeht. Krypte nicht fertig, da hinten ist sie. Ich hoffe einfach, weil alles, was ich jetzt gefunden habe, ist, dass man halt graben kann, bis Wasser kommt. Dass man immer irgendwann auf Wasser stößt. Aber das ist ja hier leider absolut gar nicht der Fall. Ist jetzt halt ein bisschen doof, weil dadurch, dass der Graben nicht fertig wird, haben wir wieder gar keinen Schutz mehr. Alle möglichen Überfälle können direkt zu uns in die Base laufen. Wir haben halt auch keinen Zaun mehr, weil ich den erstmal wegreißen musste. Und wir haben auch wieder extrem viele Gräulinge, Wildschweine und alles drum und dran mit bei uns in der Base rumlaufen. Irgendeiner hat auch letztens, ich glaube so ein Gräuling war es, unsere Feuerstellen, also die, naja, unsere Kochstellen komplett weggerissen. Musste ich auch wieder aufbauen. Ich glaube, eine fehlt noch. Ja, ist alles ein bisschen doof. War vorher definitiv cooler. Ich sag mal so, der wenigere Schutz jetzt aktuell ist erstmal nicht ganz so schlimm. Aus dem einfachen Grund, dass das Härteste, was aktuell eigentlich kommt, die Sumpfangriffe sind. Und selbst gegen die haben wir ja mittlerweile so gut Chancen. Also ich mache mir da keine Sorgen mehr. Trolle waren halt, ja, da muss man ein bisschen aufpassen, aber auch die kriegen wir easy peasy erledigt. Aber man weiß ja nicht, was kommt, wenn wir das Gebirge fertig haben. Vielleicht kommen dann auch einfach Drachen. Drachenangriffe, dann bringt so ein Graben sowieso nichts, keine Ahnung. Aber irgendwie so ein Graben drumherum hätte ich halt doch schon gerne. Alleine schon wegen dem ganzen Kleinkram, dass wir nicht andauernd irgendwelche Gräulinge bei uns in der Basis rumrennen haben. Vielleicht haben wir ja Glück, finden hier nochmal eine Kiste. Wo ich glaube, wir haben schon eine. War das hier mit der Kette? Ich glaube ja, ne? Naja, wir brauchen halt noch ein bisschen Eisen. Kriegen wir auch noch hin. Ich würde sagen, wenn wir dann alles zusammen haben, würde ich noch nicht unbedingt direkt zum Knochenwanst, sondern mit euch mal noch ein bisschen den dunklen Wald erkunden, weil das steht halt auch ganz weit oben auf der Liste, dass wir endlich mal den Händler finden. Da oben was? Nö. Ja, dann würde ich mit euch noch mal ein bisschen erkunden gehen, weil ganz ehrlich, wir rennen jetzt hier die ganze Zeit schon im Sumpf rum. Wenn wir dann Knochenwanst besiegen, sind wir auch wieder hier. Das ist alles immer so trister, hässlicher Anblick. War das hier? Wie kommt die mir so unbekannt vor? Hier ist halt auch irgendwie nach gar nichts abgearbeitet. Naja. Ja, dann würde ich mit euch nochmal ein bisschen den dunklen Wald erkunden, in der Hoffnung, wir finden den Händler. Weil ganz ehrlich, auch wenn wir diesen Gürtel dann irgendwann mal haben, dass wir da mehr tragen können, das würde uns das Leben so vereinfachen. Irgendwas ist da hinten. Kann es noch nicht ganz deuten. Ich sag mal, vielleicht 2 oder 3 Folgen etwas erkunden gehen. Ich habe mir da mal ein bisschen Gedanken gemacht. Wir nehmen uns am besten Material für ein Portal mit. Dann können wir Stück für Stück erkunden. Wenn das Inventar voll ist, bauen wir schnell das Portal, machen uns zurück in die Basis, werfen alles in die Kisten, wieder zurück, Portal abbauen und so weiter und so fort. So können wir uns einfach immer direkt wieder zurück teleportieren. Wenn wir es nach 2, 3 Folgen nicht gefunden haben, dann will ich euch da auch nicht zu lange mit nerven, dann machen wir uns natürlich zum Knochenwanst. War irgendwie voll überzeugt, dass hier ein Gegner war. Ah, irgendwo ist noch ein kleines Stück, aber ich gebe es auf. Gut, da war nichts weiter. Hier auch nicht. Hier waren leider nur 2 Eisen drin.
Obwohl, das war die Kiste hier. Und ich glaube, die zwei Eisen haben wir zurückgelassen, weil wir nicht mehr tragen konnten. Jetzt kommt die Erinnerung wieder hoch. Also wirklich ergiebig. Na gut, 13 Stück schon wieder. Habe ich gar nicht mitbekommen. Wollte mich gerade beschweren, dass wir so wenig haben. Überlege, ob wir vielleicht erstmal schnell die Eisenspitzhacke bauen. Oh, wir können es. Was ist es? Wir machen auf jeden Fall Schaden. Einfach nur Holz, okay. Ja, dass wir vielleicht erstmal die Spitzhacke bauen, weil ich würde das wirklich gerne probieren mit dem Graben. Ansonsten muss ich mir da halt schnell eine andere Lösung einfallen lassen. Weil so kann es auf Dauer natürlich nicht bleiben. Hier ist dann immer meistens nichts, ne? Nö. 14 Stück zusammen. Meine Streitkolben Nummer 4 rennt uns nicht weg. Können wir notfalls auch nach der ganzen dunklen Waldaktion mal noch einmal hier schnell in die Krypten. Mal schauen. Wir werden das alles schon irgendwie lösen. Ich möchte mich noch nicht so ganz von dem Traum des Grabens verabschieden. Es war so verdammt viel Arbeit. Und jetzt hängt das so an so einem kleinen Stück, sage ich mal. Das ist irgendwie schon ganz schön ärgerlich. So, Schleimi. Bam. Ja, der Twogger Reißzahn. Den können wir noch nicht herstellen, weil da brauchen wir Silber. Und Silber ist dann der nächste Rohstoff im Biom. Also im Gebirgsbiom. Das heißt, der braucht noch ein bisschen. Was ich aber gelesen habe, ist, dass der mit jedem Pfeil, egal welchen du schießt, die Gegner vergiftet. Das ist natürlich echt Gold wert. Braucht man nicht die ganze Zeit Gift- oder Feuerpfeile herstellen. Man hat einfach einen Bogen, der das erledigt. Da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Allzu viel können wir nicht mehr tragen. 16 Stück haben wir zusammen. 17. 18 hatten wir in der Basis, ne? Also sind wir bei 35. Wir brauchten 30 und 20. 50, also 15 noch. Auf jeden Fall wartet hier irgendwo was auf uns. Aber durch das ganze Eisenabgebaue hier trainieren wir definitiv auch unsere Spitzhackenfähigkeit. Und auch durch das ganze Stein, was ich abgebaut habe. Für unsere Bodenplatten. Da bin ich ja auch stundenlang nur am Hacken. Deswegen müsste die Fähigkeit mittlerweile schon relativ hoch sein. Wir gucken dann mal. Wenn wir mal eine Sekunde Ruhe haben, aber ich glaube, hier hinten wartet was auf uns. Ja. Da haben wir einen. Komm mal her. Kriege ich dich von hier? Ach, schade. Doch, ich kriege ihn. Komm schon, einmal noch. Bam. War's das? Aber ich höre schon wieder die Fliegen, das heißt Spawner. Müssen wir uns mal ganz schnell hier freischaufeln. Und Spawner wegmachen. Aber nett, dass nur einer da war und auch nicht so schnell einer nachkam. Und wieder eine Truhe. Ach, schade. Ich hatte gehofft, wir kriegen 20 Eisen. Ja, so oft hat man da wahrscheinlich kein Glück wie ich. So, 284. Ich nehme jetzt trotzdem mal die gelben Pilze mit, auch wenn es jetzt etwas Gewicht hat. Und wir dadurch weniger Eisen kriegen. Na gut, ein Kilo. Ist halt eigentlich auch nichts. Hacke ist eh gleich kaputt. Und wir sind jetzt auch voll mit 295. Können mal gucken. Na gut, das lassen wir noch. Wie viel haben wir denn? 20? 18 hatten wir noch in der Basis. Also haben wir doch schon 38. Da können wir uns die Spitzhacke bauen. Haben noch 20 übrig. Und brauchen dann bloß noch 10 Eisen, die kriegen wir auf jeden Fall hier in der Krypta. Und damit haben wir es doch dann schon. Perfekt. Das schaffen wir definitiv noch die Folge, dann lasst uns ganz schnell, oh ne, ich will nicht dahin.
Lasst uns noch ganz schnell die Eisenspitzhacke bauen und da einfach mal drauf rumklopfen. Wie gesagt, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es klappt, aber die Hoffnung stirbt halt bekanntlich zuletzt. Wo laufe ich denn lang? Ich kann mich auch... okay. Hat nicht viel abgezogen, aber kam trotzdem überraschend. Ich kann mich in diesen Sümpfen einfach nicht orientieren. Es sieht einfach in jede Richtung gleich aus. Mir kraut schon bei dem Gedanken, dass wir hier bald wieder her müssen, um Knochenwanz zu erledigen. Er müsste ja rein theoretisch immer noch da sein. Ich glaube, mittlerweile haben wir zwar genug. Was haben wir gebraucht bei dem? Oh, Disteln, sehr gut. Ach, scheiße. Kriege ich die noch mit? Doch, geht noch. Hab noch genug Platz. Was war denn das? Uralte Samen waren der uralte. Was war's denn bei Knochenwanz? Bin gerade ein bisschen verwirrt. Fällt mir bestimmt gleich wieder ein. Will gerade nochmal schauen. Wir hatten ja den lieben netten Kommentar, wo stand, wir sollen mal so nach gelben Blümchen im Sumpf Ausschau halten. Weiß nicht, meine... Das hier? Nö, da, das leuchtet nur. Du hast bestimmt noch Innereien für mich. Da hinten liegt's. Bisher sehe ich noch keine. Kommt alle her. Na komm, trau dich. 159 Schaden, es ist einfach so geil. Bam. Noch einer, hallo. Mit dem Perfektblocken ist wirklich mittlerweile recht easy geworden. Ja, schon, ja, wir haben es schon aufgenommen. Gut, ich sehe jetzt erstmal noch nichts an gelben Blümchen. Würde jetzt aber erstmal schnell zum Portal zurück, dass wir das die Folge noch ausprobieren können mit der Spitzhacke. Okay, also hier ist auf jeden Fall nichts. Hä? Bin ich gerade doof? Da vorne? Irgendwie zeigt das die Karte gerade verkehrt an. Kann das sein? Aua. Ah, Schlundi. Scheiße. Nein. Ich hänge irgendwo. Was ist denn hier los? Wo ist denn unser Portal jetzt hin? Das zeigt mitten ins Wasser rein. Das kann doch nicht sein. Haben das doch nicht mitten ins Wasser gebaut. Weiter hier vorne noch? Ich glaube da hinten, oder? Jetzt laufen wir dran vorbei. Hä? Ich bin verwirrt. Weiß nicht, ob der Schlundi noch hinter uns her ist. So, also eigentlich jetzt hier. Laut Karte. Wir haben das da jetzt nicht so schnell hier weggerissen, aber ich glaube, das war hier dahinter, ne? Jetzt... Irgendwie war das gerade auf der Karte komisch. Keine Ahnung, ob ich nur verwirrt bin, aber... Sah gerade mit dem Richtungspfeil so aus, als hätte ich ins Meer laufen sollen. So. Hatten wir hier noch was drin? Nö. Dann auf, zurück. Jetzt müssen wir mal schauen. Wir hatten 18 Stück. Die Hacke kostet 20, also müssen wir noch schnell zwei Eisenschrott schmelzen zu Eisen. Haben wir noch Kohle hier drin? Ich habe auch ein bisschen Kohle mal wieder hergestellt. Müssen wir dann bloß mal aus der Truhe holen. So, 10. Wie sieht es hier aus? Hier sind 14 Kohle drin. Und damit hinein. Haben wir noch... Ah ne, hat alles reingepasst an Eisen. Perfekt. Dann macht mal ein bisschen hin. Wir machen noch ganz schnell die Truhe leer. Die Truhe leer. Die Truhen voll natürlich. Das Inventar leer. Zack. Haben wir noch alles Schönes. Wir haben ein bisschen Leder. Wir haben wieder Knochen und definitiv wertvolle Sachen. Das können wir mit bei Zutaten reinschmeißen hier hinten. Zack, der Schlamm war bei Sonstiges. Diesmal habe ich es mir gemerkt.
So, Distel brauchten wir unbedingt für Tränke. Nee, auch für die... Wie hieß das Ding? Maipole? Damit wir noch ein bisschen mehr Gemütlichkeit kriegen. Das wollte ich nämlich mit euch schon längst machen, da haben aber die Disteln gefehlt. So, du hast hier eins, zack. Zweimal Eisen. Und hier, passt. Ah, da kriegen wir das ungefähr hin. Eine Minute Überlänge oder so. Ist jetzt nicht so schlimm. So, ich trage zu viel, ne? Ist ja nett. Brauchen unbedingt diesen Gürtel, das nervt so an. Mit der ganzen Tragerei. So, nein, nicht Upgrade, sondern herstellen. Wir brauchen bestimmt noch Holz oder sowas. Eisenspitzhacke, dreimal Kernholz, das war klar. Leg's mal dahin, bitte nicht verschwinden. Holz, 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 Kernholz, hier haben wir Kernholz, dreimal bitte. Danke. Und das. Und zack, so, Eisenspitzhacke. Das war unser Plan. Stechenwert von 33 und das aktuelle Ding hat 30. Ja gut, macht nicht so den Riesenunterschied, aber wir brauchen es. Tada! Wir haben's. Cool. Ist ja groß. Okay, jetzt lass mal ausprobieren. Ich glaube zwar nicht, dass es klappt, aber vielleicht haben wir ja doch Glück. Hau jetzt hier ein Loch rein. Ach, Manu. Hier passiert gar nichts. Halt schade, ne? Aber warum ist das so? Dachte halt wirklich, es liegt daran, dass hier gegenüber so ein hoher Hang halt war wie da drüben. Dass das Spiel sagt, ey, so viel Unterschied auf kleiner Ebene geht halt nicht. Wir haben keinen Bock, dass du hier, weiß ich nicht, eine Treppe komplett aus Bergen baust. Aber anscheinend ist das nicht der Grund. Da wir kommen hier halt absolut nicht mehr weiter. Und ich weiß nicht, warum. Das macht auf jeden Fall keinen großen Unterschied. Ja, am Stein werde ich es dann mal später ausprobieren, ob es dadurch jetzt schneller geht, aber das Ding hat weder einen größeren Radius, wird wahrscheinlich einfach ein bisschen länger halten und bei so schwereren Sachen wahrscheinlich etwas mehr bewirken. Ja, schade. Dann machen wir erstmal Schluss hier an der Stelle. Ich wollte es nochmal probieren, aber nein. Falls jemand von euch was weiß, schreibt es mir gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns morgen 19 Uhr wieder. Bis dahin, macht's gut.